So, herzlich willkommen zurück am Seattle Airport. Wir sind immer noch da und benutzen jetzt mal den Ticketautomat, um zu schauen, wo wir sonst noch herkommen. Miami und San Francisco, okay. Jetzt sind wir aber erst gerade angekommen, hier in Seattle. Darum schauen wir mal, auch da benutzen Zeitungsautomat. Am Airport haben wir immer so schöne Musik. Benutze, schalte ein, das können wir nicht. Das klappt so nicht, öffne Zeitungsautomat. Scheint nicht aufzugehen. Lassen wir doch mal, was da die Schlagzeilen ist. Studenten entdecken ein Riesengesicht auf dem Mars. Das kennen wir ja schon, das haben wir ja bei uns die heiße Klasse. Ja gut, wenn wir da gehen zur Pflanze. Nimm Pflanze. Ich kann das nicht aufnehmen. Benutze Pflanze mit Ticketautomat, das klappt so nicht. Okay. Gut, von dem her können wir da nicht mehr allzu viel machen. Gehen wir doch mal. Oh, okay. So sieht also Seattle aus in dem Fall. Geh zu Mount Rainier. Das ist viel zu hoch. Ja, es wäre jetzt ein bisschen krass. Was haben wir da sonst noch? Geh zu Mount Rainier. Geh zu Ast. Nimm Ast. Ja, kann man einfach mal so wegnehmen. Okay. Los, Dreck. Da ist das zweiköpfige Eichhörnchen, genau, Eichhörnchen, genau, darum sind wir ja eigentlich daher geschickt worden. Lass mal nachdenken, was wäre eine gute Schlagzeile? Wie wäre es mit zweiköpfiges Eichhörnchen, das kriegen wir nicht her. Zweiköpfiges Eichhörnchen greift Boulevardreporter an, das wäre gar nicht geil. Vielleicht zweiköpfiges Eichhörnchen verschlingt ganz Seattle und Tacoma. Ja, das wäre schon eher faszinierend, aber ich meine, es ist jetzt nicht ganz so riesig, das Ding. Gemeiner Boulevard-Reporter macht zweiköpfiges Eichhörnchen zum Monster. Ja, das ist wahrscheinlich unser Auftrag, sozusagen, wenn man bei so einem Revolverblatt. Ich hasse diesen Beruf. Ja, also, wenn du wahrscheinlich als Reporter den Auftrag bekommst, ein zweiköpfiges Eichhörnchen zu gehen, finden. Aber da ist es jetzt. Nehmen wir es einfach mit. Auf keinen Fall! Es wird mich beißen. Okay, was haben wir? Loser Dreck. Haben wir da zuerst einen da nochmal wieder schauen, ob wir da noch etwas können? Nein. Okay. Loser Dreck. Nimm. Loser Dreck. Dann werden ja meine Hände schmutzig. Oh, der feine Herr. Entschuldigung, hä? Meine, so eine Mütze und so eine Nase, aber der feine Herr traut sich da nicht, ein bisschen Dreck rumzuwirbeln. Gut, was nehmen wir? Irgendwie haben wir doch jetzt das. Ah, wir haben ein Erdnüsse bekommen. Haben wir Erdnüsse? Ah, das war wahrscheinlich im Flugzeug nicht gesehen. Okay. Wie nehmen wir den Dreck weg? Oh, wir sind übrigens mit einem Buttermesser im Flieger drin gewesen. Weiß nicht, ob das heute noch möglich wäre. Benutze Goldfischglas, hat keinen Sinn. Damit kann ich nicht graben. Also, wir brauchen hier etwas zum Graben, das Buttermesser. Weiß ich jetzt nicht. Nicht mit dem Eichhörnchen in der Nähe, das müssen wir irgendwie noch loswerden. Doch sicher gern. Nicht Brotkrumme, sondern Erdnüsse, bitte gerne. Brotkrumme habe ich irgendwie das Gefühl, dass man dann, es nahm die Erdnüsse und verschwand. Okay, ja, dann können wir ja jetzt, was haben wir genau? Buttermesser. Ich habe gar nicht gewusst, dass es für Butter ein extra Messer gibt. Jetzt kann ich jetzt eher Brotmesser. Das nach einer anstrengenden Graberei befindet sich Zack immer noch vor der Höhle. Uff, das war eine Menge Arbeit. Okay, gehe zur Höhleneingang. Okay, gut, ist Schneuling, denn in der Höhle ist es dunkel, aber dass es gerade so dunkel ist, finde ich jetzt gleich auch krass. Benutze Feuerzeug.
Schalt ein, Feuerzeug. Ach, geil gemacht. Okay. Einfach da, wo wir jetzt herzielen. Geh zu altes Vogelnest. Da das Licht. Ja, finde ich geil gemacht. Also natürlich hätte ich nicht von da mit dem Feuer da auch noch Licht machen, aber finde ich lustig gemacht. Was hat er gesagt? Wieso nimmt das nicht? Ich kann mir nicht dran. Benutze Ast mit Vogelnest. Geschafft. Haben wir es jetzt oder ist es jetzt auf dem Boden gehört? Nein, wir haben es. Okay, gut. Was haben wir da so schnell? Irgendwie ist das Eichen. Zweiköpfiges Eichhörnchen. Nimm! Zweiköpfiges Eichhörnchen. Es will. Aua, das Feuer ist zu heiß. Ja, komm jetzt. Es ist zu heiß. Geh zu Feuer. Oh, geil. Was ihr draufklickt. Benutze. Ost. Ja, genau, mit Feuergrube. Geh zu Ost im Feuergrube. Okay. Benutze Feuerzeug mit. Ja, ich drücke immer falsch. Der Ast fängt kein Feuer. Ich brauche etwas als Zünder. Eine zündende Idee, sozusagen. Ich meine, wir sind ja Reporter. Benutze. Vielleicht ist es gar nicht so schlecht gewesen, dass wir das mitgenommen haben. Benutze Feuerzeug mit Ast in Grube. Ah, da? Nein. Der Ast fängt kein Feuer. Ich brauche etwas als Zünder. Ja, da haben wir jetzt das WC-Papier. Ich hoffe einfach, da hat es keine Vögel mehr drin. Das WC-Papier ist einfach schnell verbrötelt. Geht's wieder ab? Nein. Verhebt. Geh zu Nest und Ast. Da sind wir. Okay, perfekt. Das ist jetzt also die Höhle. Schauen wir mal, ob wir da noch etwas können. Geh zu Eichhörnchen-Nest. Zu zweiköpfiges Eichhörnchen. Nimm. Nicht gebissen werden. Aber wir müssen dann überhaupt mitnehmen. Seltsame Zeichnung. Okay, was ist? Wir probieren es nochmal mit was ist, aber das scheint wirklich nicht zu gehen. Benutze seltsame Zeichnung mit. Wir haben doch irgendwie einen Schreiber, vielleicht können wir den brauchen. Auf der falschen Seite geschaut. Gelber Buntstift. Ja. Okay, ich verbinde mal die Punkte. La 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 la. Und dann kommt einfach das raus. Einfach so aus dem Nichts. Hat er genau gewusst, was man muss zeichnen, finde ich gut. Da einen sieht es doch ziemlich glitzerig aus, ja, zu Anktür. Wow. Was ist das genau? Blauer Kristall. Sensor. Nimm blauer Kristall. Sie ist im Sockel eingeschlossen. Geh zu Plattform. Benutze Plattform. Das klappt so nicht. Was jetzt da irgendwie. Jetzt aber noch einen Sensor, benutze. Also, ich wüsste jetzt nicht, wieso es die Fernbedienung da so geht, aber es ist gerade im Moment meine einzige Idee. Ich bin wieder drauf vorbeigeschossen. Ach, ich finde mich da nicht zurecht. Fernbedienung. Benutze Sensor. Das klappt so nicht. Benutze Fernbedienung mit Sensor. Das klappt so nicht. Benutze Sensor. Jetzt kommt einfach krass mit. Hab wohl das richtige Programm erwischt, ja, das kann man wohl sagen, aber ich komme jetzt gerade nicht ganz draus. Und für was ist die Plattform? Jetzt können wir da nehmen. Das sieht wie ein Artefakt aus. Ja, das ist ja perfekt. Und mit dem Artefakt wissen wir ja was machen. Geh zu Sockel, nimm Sockel, nimm. Ich kann das nicht aufnehmen, okay. Was hat das aber mit der Plattform da hinten? Drück, zieh an, zieh Plattform. Haben wir etwas?
Schweres, wo man da könnte draufstehen. Benutzen. Schalt ein Feuerzeug. Das ist eine Plattform, die muss ja von irgendetwas nützen sein. Aber wir haben nichts. Benutze blaue Kristall mit Plattform. Oh, mir wird schwindelig. Okay. Jetzt. Hat es noch umgehauen, wie es aussieht? Aber wir können gleich noch mit dem Feuer herumschauen. Jetzt bin ich ein bisschen überfordert. Steht er auch mal wieder auf? Er steht wieder auf. Ach, okay. Was ist passiert? Ja, das wüsste ich auch gern. In diesem Moment im Geheimzimmer. Das kann man jetzt wieder ein bisschen zu zügig, hätte man echt das nicht machen sollen. Es ist passiert. Es ist passiert. Was ist passiert? Ein Teil des Geräts wurde entdeckt und ausprobiert. Der blaue Kristall in dem Fall, das hätten wir vielleicht nicht sehen. Wir müssen das Artefakt sofort finden. Jawohl, sofort. Halt! Deine Verkleidung! Meine Verkleidung? Ja, die haben wir übrigens auch. Oh, fast vergessen. Mein Hut, meine Nasenbrille. Was für eine... Wie sehe ich aus? Da haben wir ja auch wahrscheinlich von dem ich geträumt am Anfang. Hässlich. Die sind mega nett. Genau wie ein Erdling. Hey, so schlecht sehen wir im Fall nicht aus. Die sind ja nicht miteinander. Gut, bis bald. Das ist, glaube ich, sein Lieblingssatz. Ja, das heisst für uns jetzt, was genau? Dass wir da aber tiefig verschwinden, sonst kommt da noch ein... Hau ab! Renn! Renn! Wo ging er hin? Bis bald! Mach, lauf! Lauf! Ich denke nicht, dass es so gut wäre, wenn ich es dir jetzt würde. Hüffütsche. Ja, und jetzt ist es einfach. Zum Glück schicken die anderen auch den Dödel, um uns einfangen und nicht der, der noch einigermaßen intelligenter wirkt. Ja, nein, gut. Jetzt sind wir da am Flughafen. Aua, das Feuerzeug ist zu heiß. Ja, ich glaube, am Flughafen brauchen wir es auch nicht. Wahrscheinlich wird es automatisch abgestellt haben, aber das machen wir jetzt noch. Aber was ich jetzt nicht ganz gecheckt habe, also wir haben jetzt den Kristall gefunden irgendwie und haben den wieder benutzt mit irgendetwas mit dieser Plattform. Und sie haben dann das gesehen und sind direkt gerade zu uns gekommen. Also das heisst, wir dürfen den Kristall vermutlich nicht benutzen. Ich frage mich jetzt, was passiert wäre, wenn wir dort irgendwie nicht aus dem Zimmer rausgerannt wären. Oder was, ja, ich komme noch nicht, also ich kann den Zusammenhang noch nicht ganz schliessen. Und bevor wir jetzt, woher könnten wir eigentlich? San Francisco. Bevor wir jetzt weiter irgendwie etwas machen, denke ich, ist mal wieder Zeit für das Päusli. Ist ja auch schon ein bisschen spät. Und ich mache demnächst vermutlich den Benutzen-Bett. Ja, nein, in dem Sinn, merci vielmals, sind ihr dabei gewesen, ist mal wieder spassig gewesen. Wäre cool, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei sind. In dem Sinn, macht's gut, bleibt sauber und macht keinen Scheiß. Ciao zusammen.